www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Pressekonferenz hier im GOP Varieté in Hannover. Und zwar ist das die Pressekonferenz für das Heimspiel am Sonnabend um 19 Uhr gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, wie ihr sicherlich alle schon so ein bisschen verfolgt habt, wird der Krach größer jetzt hier, damit wir ein bisschen was haben. Nein, wie ihr alle mittlerweile verfolgt habt, denke ich, haben die Rhein-Neckar-Löwen gestern gegen HSV Hamburg gewonnen. Ich denke mal, das sagt im Grunde genommen schon alles. Ich brauche die Rhein-Neckar-Löwen kaum vorzustellen. Aber vielleicht bemerkenswert, was man in der Presse gelesen hat, ist, dass Goran Stajanovic gestern wieder wohl hervorragend gehalten hat. Und Neuzugang Christoph Lijewski, so heißt er richtig, auch gestern ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Sind sicherlich zwei, auf die wir so ein bisschen achten müssen. Die ersten Spiele der Löwen gegen Balingen 29-22 in Großwaldstadt haben sie 24-27 oder 27-24 gewonnen. Also somit 6-0 Punkte und sie stehen oben mit Füchse und mit Kiel in einer Riege, also sprich in der Spitzengruppe. Ja, Christopher, nach der unglücklichen Niederlage beim BHC hat unsere Mannschaft in der AWD Hall die Möglichkeiten, das Spiel offen zu gestalten gegen die Rhein-Neckar-Löwen? Ja, guten Tag. Erstmal ja, wird man sehen. Das kann man natürlich nie voraussehen, sage ich auch gerne mal. Aber ich denke, man muss die letzten beiden Spiele richtig analysieren. Und ich glaube, wir haben das getan und festgestellt, dass wir keine schlechten Spiele gemacht haben. Also sowohl das Spiel jetzt zu Hause gegen die Füchse als auch das beim Bergischen HC waren gute Spiele von uns. Dass wir trotzdem keine Punkte gemacht haben, waren verschiedene Gründe, die ich, glaube ich, auch schon im Einzelnen gesagt habe, die aber nicht sag ich jetzt mal, durch uns veränderbar waren. Aber wenn wir im Grunde im Laufe des Spiels auf vier Spieler mehr oder weniger verzichten müssen, dann ist es natürlich schwer, im BHC zu gewinnen. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir unsere gute Form halten können. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen anders spielen durch die Ausfälle. Aber ich glaube, wenn wir gut spielen, dann werden es die Rhein-Neckar-Löwen auch nicht leichter. Die Mannschaft, denke ich, war nach der Verletzung von Gustav, die sich ja als Teilanriss des Syndesmosebandes herausgestellt hat und voraussichtlich wird er 8 Wochen fehlen, sicherlich ein bisschen niedergeschlagen. Aber wie geht die Mannschaft jetzt damit um? Ja, ich meine, das ist klar, Verletzungen gehören dazu. Dass wir jetzt gleich 2 Verletzungen auf der gleichen Abwehrposition bzw. sogar auf der gleichen Angriffsposition haben, hat natürlich größere Auswirkungen. Aber das, glaube ich, wird den Einzelnen in der Mannschaft jetzt nicht davon abhalten, mitzumachen und begeistert zu sein und das nächste Spiel gut gestalten zu können. Also ich glaube, wir haben bisher gut trainiert und alle wissen, dass Gustav ein wichtiger Abwehrspieler ist. Alle wissen auch, dass er jetzt 2 Monate fehlen wird und dass wir nicht 2 Monate warten können und dann sagen, mit Gustav wird es wieder besser, sondern wir gehen davon aus, dass wir das nächste Spiel gut machen, ohne ihn, und die nächsten Spiele auch erfolgreich gestalten können. Ob sich das dann mit einem Sieg jetzt am Wochenende gleich angeht, das wird sich erst um 20.30 Uhr für alle entscheiden. Aber ich denke, wir werden gut aufgestellt in dieses Spiel gehen. Ja, so ein bisschen waren ja beim BHC, war ja mit 2 Punkten geplant, sage ich mal. Jetzt sind diese 2 Punkte nicht eingefahren. Damit wird das Anfangsprogramm von uns natürlich härter, denn die Rhein-Neckar-Löwen sind nicht irgendjemand.
Und danach geht es nach Balingen, dann geht es nach Kiel. Das Anfangsprogramm ist also für uns wirklich nicht erfrischend. Ne? Ist die Stimmung im Team trotzdem noch gut? Ja, wir haben ja einfach analysiert, woran es gelegen hat. Ich meine, wenn wir jetzt, eine genaue Analyse betreiben, dann stellen wir eben fest, dass es letztendlich, dass wir hätten natürlich das Spiel beim BHC trotzdem gewinnen können. Aber das hat, glaube ich, jeder einzelne Spieler gemerkt. Man kann vieles kompensieren, aber nicht den Ausfall von einem Kreisläufer in den letzten zwei Wochen seit Saisonbeginn und vorher in der Vorbereitung auch schon. Dann Gustav als wichtigen Abwehrspieler, dann zweimal zwei Minuten Wegner nicht mehr in der Abwehr und dann Morten mit einer roten Karte. Das haben alle mitbekommen und dass es so zu dieser Niederlage gekommen ist. Und wir wissen auch, dass wenn wir unser Spiel spielen, dass wir dann eben zu Hause ganz schwer zu schlagen sind. Das haben ja auch die Füchse gemerkt. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen, das haben wir nicht verloren durch eine Niederlage, die so zustande gekommen ist. Sondern wir wissen, was wir können und wir werden das auch zeigen. Das sind doch eigentlich meine Erkenntnisse, die ich habe, denn die Gespräche, die ich geführt habe, sagen also wirklich, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Und ich habe mit Spielern gesprochen und die sind wirklich euphorisch und freuen sich in jedem Fall auf das Heimspiel jetzt gegen die Löwen. Wie sieht es bei Mario Klöser aus? Ja, für dieses Spiel kommt er nicht in Frage und eigentlich auch noch nicht im nächsten Spiel. Wir müssen jetzt sehen, mir macht keinen Sinn, ihn jetzt zu einer schnelleren Heilung zu drängen, um dann eventuell noch eine Folgeverletzung zu haben. Wir werden ihn natürlich oder für uns natürlich begrüßen, wenn er ganz schnell zurückkommt, weil wir ansonsten natürlich weniger Variabilität haben in Abwehr und Angriff. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er frühestens zum nächsten Spiel, also zum Balingen-Spiel, aber frühestens dabei sein kann. Und das ist auch schon positiv gedacht, wahrscheinlich erst danach. Wir müssen einfach mal abwarten. Er ist auf einem sehr guten Weg, die Rehabilitation funktioniert toll, unser Reha-Trainer. Und das Reha-Pod-Bipod macht da eine hervorragende Arbeit. Und insofern kann ich da nur sagen, von der Seite haben wir nichts Negatives oder dazu haben wir nichts Negatives zu sagen, aber es geht halt nicht schneller, als es geht. Wie werden die beiden Ausfälle kompensiert, Gustav und Mario? Weil übernehmen dann andere die? Ja, also ist natürlich klar, dass wir in der Abwehr jetzt eigentlich nur noch einen Innenblock haben, der so nicht 60 Minuten spielen kann. Dazu haben wir die Alternative, noch Piotr Pawelski im Abwehr-Innenblock einzusetzen. Das wird unsere Möglichkeit sein. Wir werden noch partiell das Deckungssystem wechseln, um einfach mal einen anderen Reiz auf die Löwen auszuüben und mal gucken, wie sie da mit klarkommen. Ja, und dann hoffe ich auf die Rückkehr von Mario, damit wir wieder unsere gewohnte Stärke in der 6-0 entwickeln können. So müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Die letzten Trainingseinheiten haben wir mal gezeigt, dass das auch eine Chance bedeutet für einige Spieler, die bisher eben in der Abwehr andere Positionen hatten oder keine Position hatten, sich jetzt auch zu zeigen. Und wenn wir jetzt einen Erfolg erzielen können gegen die Löwen, dann ergeben sich neue Möglichkeiten, sowohl für die Spieler als auch für uns. Insofern ist es auch eine Situation, die sich positiv für uns entwickeln kann. Aber einen Jungen wirst du nicht reinschmeißen, einer aus der jungen Riege, das ist jetzt zumindest. Es ist sicherlich, gibt es die Möglichkeit, dass wir am Kreis haben wir auch den Robin Gogol, der bei uns partiell mittrainiert und ich glaube, der würde sich auch unheimlich freuen, nur wir müssen halt gucken, dass wir in der Toyota Hand bei Bundesliga, es ist schwer, auf dem Niveau zu spielen. Und wir müssen halt gucken, ob das für ihn der richtige Moment ist, weil ich nehme nur Spieler auf die Bank, die auch Chancen auf den Einsatz haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, die mit warm zu machen, warm machen zu lassen und auf die Bank zu setzen, um eigentlich schon zu wissen, dass man sie nicht einsetzt. Also wenn ich zum Beispiel Robin jetzt am Wochenende mit auf die Bank nehme,
dann gibt es auch die Möglichkeit, dass er spielt. Und das muss er sich verdienen und davon muss ich über die Mannschaft überzeugt sein. Das klärt sich aber noch. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher. Wie weit wirft euch die Verletzung von Gustav zurück, beziehungsweise wo wärst du gerne und wo siehst du euch heute? Ja, ich habe ja bereits gesagt, dass, dass ich glaube, dass wir ohne die Verletzung von Gustav und ich möchte dazu nehmen, ohne die Verletzung von Mario Klößner mindestens 2 Punkte hätten. Aber der Konjunktiv hilft uns nicht weiter. Wir haben sie nicht. Und wir hätten, also man sagt ja immer, jeder ist ersetzbar, aber natürlich haben wir nur Spieler im Kader, die uns auch wirklich helfen, die wir auch wirklich brauchen. Und Gusti hat sehr viel zum Umschwung im letzten Jahr beigetragen und er fehlt uns jetzt. Aber ich glaube, wir haben eine andere Mentalität entwickelt. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt eben zurückdenkt und sagt, nicht zurück an die letzte Saison, denkt sowieso nicht, aber zurückdenkt an nach hinten denkt und sagt, nee, also jetzt haben wir keine Chance mehr, sondern die sind heiß darauf und es gibt bei uns einige, die im Augenblick kämpfen um einen Platz in der Abwehr. Und die sind heiß drauf zu spielen und ich glaube, wenn die am Wochenende ein gutes Spiel machen, dann können wir daraus etwas gewinnen. Und wie weit uns das zurückwirft, das kann ich nur für die Vergangenheit. Und da habe ich gesagt, 2 Punkte mehr hätten wir sicher. Aber für die Zukunft kann ich nur sagen, ich hoffe, dass uns das nicht zurückwirft. Dann möchte ich die PK hiermit für heute beenden und bedanke mich bei euch. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.